World of Warcraft mit Co-Partner Darth Sephiroth. Hallo zusammen. Ja, Darth Sephiroth ist immer noch unsichtbar. Wir haben beide schon regelockt, aber es bringt nichts. Ich glaube, das liegt an der Quest, Leute. Deswegen machen wir die, auch wenn er ist eigentlich hinter uns, aber er hat sich entschlossen, sich nicht zu zeigen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal die Quest erledigen. Und ich denke mal, dann wird sich... Bist du eigentlich hinter mir? Seitlich von dir. Ah, okay. Das ist ja krass irgendwie. Okay. Lol, nicht mehr der Chat erscheint. Also ich sehe, was du geschrieben hast, aber normalerweise kommt es ja über deinen Kopf, theoretisch. Das ist krass. Naja. So, ich glaube, wir sind richtig, oder? Oder auch nicht? Doch, wir sind richtig. Die sind ja... Was ist denn das, ey? Die sind ja Stufe unbekannt. Bist du noch da? Ich bin eh noch da, ja. Ich schau gerade nur, was man da machen muss. Ich denke mal, einfach angreifen wäre fatal. Ja, das wäre schon das Todesurteil. Ist auf jeden Fall. Das sind dreimal Stufe unbekannt. Mit jeweils... Ach du Scheiße, haben die HP. Das wäre natürlich tödlich. Vielleicht liegt ja eine Plan auf der Toilette, wer weiß. Ich probiere mal reinzulaufen. Nein, 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 warte, warte. Sagt mir, wenn ihr so weit seid und wir schlagen los, sagt mein Ork-Krieger. Ich hab gar keinen bei mir. Echt? Vielleicht sollte ich die Quest nochmal abbrechen und neu annehmen. Ich hoffe, dass du die jetzt wieder bekommst, das ist die Frage. Vielleicht darum. Warte, ich breche mal ab. Ja, ich hoffe, du bekommst es dann auch nochmal. Und? Ja, ich hab's wieder gekriegt. Das habe ich auch. Ja, hast du jetzt auch einen Ork? Ich habe jetzt auch einen Ork, ja. Ich sehe dich aber noch immer nicht. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich noch immer. Bist du? Du bist nicht hübscher geworden, ja. Ich bin ein Stück weiter oben, ja. Ah, okay. Okay, gut, dann quatschen wir mal unseren jeweiligen Ork an und sagen, wir sind bereit. Zum Sieg. Okay, dann helfe ich dir mal. Ab du. Aha, okay. Was soll das jetzt heißen? Keine Ahnung. Aber er tut ablenken, wir sollen die Pläne holen, kurz gesagt. Okay. Ja, ist schon wieder beendet, die Quest. Er hat sie nur kurz abgelenkt und passt. Sein Drachen hat ihn gerettet. Bei mir ist... Ah ja, bei mir ist wieder anders. Bei mir ist noch nicht fertig. Okay. So, jetzt sind wir auch gerade auf der Flucht. Schöner Text, Leute, also sollte man mitverfolgen. Ich glaube, wir bekommen jetzt noch eine Quest, wo wir den Drachen an irgendeinen kalten Ort bringen müssen. Kühlschrank? Boah, jetzt hast du mir Hunger gemacht, wo du jetzt vom Kühlschrank geredet hast. Nichts, das ist nur mein Hello Kitty-Täschchen, also nichts Wichtiges.
hat doch gerade noch gelebt, kapiere ich jetzt nicht. Achso, er ist hin, aber gestorben, weil er verletzt wurde, okay. Ein Held, der ein Königsmörder war. Ja. Er ist von uns gegangen. Weißt du, was das Witzige dran ist? Ich bin ein wahrer Held der Horde, das erzähle ich wahrscheinlich jeden, der die Quest macht. Schon liegt sich irgendwie, ne? Ja. Aber ich trotzdem fühle ich mich was Besonderes. Ja, stimmt. Das kannst du gar nicht ausreden. Ich bin ein Held. Okay, gut, Leute. Oh, wir haben wieder eine Folgequest bekommen. Sprecht mit Wokka Todesgriff im Aldarax-Gebirge, im Vorgebirge des Hügellands. Das heißt auch quasi, betritt das nächste Questgebiet, ne? Jo. Aber was machen wir denn jetzt? Willst du das da oben abgeben, oder? Bist du eigentlich schon fertig? Ich bin gleich fertig. Okay. Ah, da, jetzt kann ich dich wieder sehen, das ist ja schon... Da ist Dark Blood tatsächlich an der Quest. Ich bin wieder sichtbar. Und krieg sogar gute Stiefeln. Für mich war nichts dabei. Ich brauche eh neue Stiefel, meine Füße stinken immer so. Okay. Was sagst du, was wir als nächstes abgeben? Naja, weiter oben ist die Hilfe der Frostwölfe schon. Ein Stück weiter rauf reiten. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich befürchte fast schon, dass wir da wieder richtig harte Folgequests bekommen, die uns sagen, ja, das ist quasi das nächste Questgebiet, so auf die Art. Glaubst? Jo. Irgendwie so ein Gefühl, keine Ahnung. So. Ja, mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Das sieht schon wieder nach einem Dorf aus, wo man... Ah ne, Blödsinn. Hey, vielleicht ist das die erste PvP-Schlacht, kann das sein? Ist es definitiv eine PvP-Gebietsschlacht. Und eine Dreck. Oh mein Gott, schon wieder eine Katze hin. Oha. Ein Ork mit Rädern. Oder ein Ork auf Rädern. Ja, das ist ja Hammer. Ja, ich weiß nämlich nicht, wie ich mir die Schuhe binden soll. Ja, also die Untoten sind einfach Schweine. Stimmt. Okay, OP, dann verpissen wir uns wieder. Ja, also wenn er nicht will, kann man ihn ja nicht zwingen, ne? Also jeder hat ja sein Bild, ne? Das ist ja ganz klar. Gut, jetzt müssen wir wieder Tarens Mühle und da müssen wir jetzt sagen, dass er eben nicht helfen wird. Sie müssen sich um ihren eigenen Dreck kümmern, quasi. Auf gut Deutsch. Ja, der OP wollte nicht. Er hat lieber Essen auf Rädern.
Ja, man, aber er hat ja irgendwie recht, ne? Also die Verlassenen sind wirklich, sind zwar Teil der Horde, aber dennoch haben sie ihren ganz eigenen, ganz eigene Zielverfolgung. Die machen Dinge, die nicht wirklich im Willen der Horde stehen. So. Nächste Katze. Er geht ja ab heute hier. Das war früher nicht so. Nö. Wie schön auch die Grafik ist, finde ich. Richtig schön. Schöne Bäume. Stimmt, aber sind wirklich schön. Da haben wir echt Lust, sich ins Gras zu legen und sich von den Zecken fressen lassen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die ganzen Lager, die uns gerade zeigt, alle ausrotten müssen. Naja, eine Besichtigungstour wird's nicht. Da wird schon Blut fließen. Die trainieren schon richtig, die warten auf uns. Ja, stimmt. Mit Laserschwertern, was ich da gerade sehe. Ja. Darth Vader ist unterwegs. Gott, das kann ja was werden, ne? So, Leute, das war's dann auch schon wieder. Level 31 jetzt. Oh, Glückwunsch. Ist das ein guter Umhang? Ich weiß es nicht. Nee, wir verlieren 3 Grit. Irgendwie bekomme ich gar keine Dinge mehr, die mir nützlich sein könnten. Ja. Benutzt platziert eine... Ach, skoblonische... Hosentaschenbaum an einem der vorgegebenen Orte im Hügelland. Und wir haben noch eine Quest erhalten von diesem Geister. Was verlangt ihr vom Tod? Kann ja was werden, ne? Nö. Ja. Okay, aber wir haben bis bei 13 Minuten. Die 2 Minuten lohnen sich nicht, jetzt direkt eine Quest zu starten. Deswegen werde ich jetzt hier auch einen Schnitt machen, Leute, und sage an dieser Stelle auch mal Tschüss, ne? Ciao!